Er bekam die höchste offizielle Auszeichnung des französischen Kulturbetriebs. Tout à fait. Takeshi Kitano ist ein vielseitig talentierter Künstler. In Japan zählt er zu den einflussreichsten Persönlichkeiten unserer Zeit. Tja, und auch in Paris, William sagt es gerade, kommt man in diesen Tagen kaum an ihm vorbei. Das Centre Pompidou widmet seinem Werk seine Retrospektive. Sein neuester Film kommt heute in die französischen Kinos. Und der Maler und Bildhauer Kitano wird mit einer witzigen Schau in der Fondation Cartier geehrt. Mehr als genug Gründe, also diesen hochproduktiven und fantasievollen Künstler vor die Kamera zu locken, was Bertrand Lutt für uns tat. Takeshi Kitano ist ein Multitalent. In Paris sind ihm gerade gleich zwei Ausstellungen gewidmet, in der Fondation Cartier und im Centre Pompidou. Und sein letzter Film heißt Achilles und die Schildkröte. Der Maler Kitano ist in Japan als Beat Takeshi bekannt, eine Art Mr. Hyde, das alter Ego des Filmemachers. Kitano bleibt seinem Ruf als Bilderstürmer treu. Er persifliert Kunst, Tradition und vor allem sich selbst, oder genauer, die in seinen Augen übertriebene Aufmerksamkeit, die man ihm widmet. Kunst? Ich mache keine Kunst. Es macht mich verlegen, wenn man so etwas Kunst nennt. Ich empfinde das eher als Toiletten-Graffiti. Meine Bilder und meine Filme sind nicht autobiografisch. Naja, so ganz stimmt das nicht. Achilles und die Schildkröte handelt von einem Künstler. Auf welcher Grundlage arbeitet er? Wie lebt er? Darum geht es hier. Wenn ich Farbe flächig auftrage, dann hat das nichts mit japanischer Tradition zu tun, sondern damit, dass ich Acrylfarben verwende. Und das tue ich, weil sie einfach schneller trocknen. Achilles und die Schildkröte geht in eine andere Richtung als meine zwei letzten Filme. Meine Frage ist hier, was ist Kunst? Aber eine Antwort habe ich eigentlich nicht gefunden. Manche bedienen sich der zeitgenössischen Kunst, weil man da gut lügen kann und es nicht auffällt, wenn man kein Talent besitzt. Amüsiert euch über meine Werke, betrachtet sie mit Kinderaugen und verliert euch nicht in abstrusen Theorien. Das scheint uns Kitano zuzuflüstern. Wer zu viel über Kunst nachdenkt, der endet eines Tages als Daruma, als buddhistischer Mönch, der vor lauter Kontemplation das Laufen verlernt hat.